Hallo Welt, ja, da sind wir wieder hier in unserer Basis. Ja, und wir werden noch mal etwas farmen gehen. Ja, das ist nicht ganz der richtige Weg hier durch, aber... Ja, komm, wir nehmen den richtigen oben lang. Aber ich dachte, wir schießen da einfach mal geradeaus durch. Und bohren uns dann so ein bisschen nach oben. Irgendwie ist das hier der richtige Weg. Dachte ich erst. Ist er gar nicht. Wieso das denn nicht? Ach, weil er hier lang geht. Ah ja. Nein, auch nicht. Der geht hier weiter runter. Ah ja. Ja, wenn das so ist, dann machen wir doch das Ding hier wieder zu. Denke ich mal. Ganz spontan. Wie schaffen wir das denn schon? So. So geht das doch. So, nochmal verlaufen wir uns hier nicht. Weil da geht's ja nicht mal nach links. Geht's jetzt nur noch hier runter. Ah ja. Ja, ein bisschen weiter Weg, aber wir schaffen das schon. Wir sind ja... Oh, Moment. Wir sind ja gut bewaffnet, aber haben wir auch Munition überhaupt? Ja, wird schon klappen. Wir haben diesmal 7 Plätze frei. Das heißt, wir können in dieser Folge etwas länger sammeln gehen. Wupp. Und welcher war hier der richtige? Ja, hier geht's ja gar nicht mehr weiter. So, machen wir das gleich zu. Oh, das sind über Löcher drunter jetzt. Vielleicht wächst da irgendwann mal was drin. Ja, hier glaube ich, ist das der richtige Weg. Das ist da der falsche. Wenn wir nach unten bohren irgendwann, dann werden wir unser blaues Wunder erleben hier. An solchen Stellen. Ja, ja, wir und unsere Ideen mit den Tunneln hier. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, mittlerweile doch irgendwie einfacher, über den Berg zu gehen. Oh nein, das ist ja hier überhaupt nicht richtig. Wenn wir da oben rauskommen, wir haben doch einen Tunnel gebaut schon, der... Ach so, kommen wir gar nicht. Entschuldigung. Mein Fehler. Ich dachte, es ginge hier raus. Geht's gar nicht. Ach, der Tunnel ist doch irgendwann versiegt. Dann wächst da auch nichts mehr. Oh, da geht's doch raus. Und hier? Das ist einfach nur ein Loch. Wenn der Tunnel versiegt ist, dann schließen wir ihn. Kostet ja nichts. Das finde ich schön. Dass wir da nicht auch noch irgendwie Ferritstaub oder was für brauchen. Ja gut, Steine wäre vielleicht fair. Man könnte ja auch genug Steine hier abbauen, wenn man die Löcher bohrt. Okay, der Weg ist vielleicht weiter. Er ist aber auch wesentlich ungefährlicher, meine ich. Ja. Ja, so ist es. Wo geht's hier lang? Geht es hier nicht sogar zu einem Tunnel? Ah nein, hier ging es wieder raus. Dann verschließen wir das auch gleich hier. Da haben wir uns hier nämlich einmal verbohrt.
Ja. Machen wir das zu hier. Nicht, dass wir da nochmal auf die Idee kommen, hier reinzugehen. Das reicht. Wir müssen es ja jetzt nicht übertreiben. So schön. Ja, als ob nie was gewesen wäre. Schön. Ja, perfekt. Und da sind wir in der Höhle. Na klar, hier am Eingang haben wir schon ganz schön gewütet. Mich würde ja interessieren, ob wenn man hier die Höhle vergrößert, ob das dann immer weiter wächst, auch was hier drin jetzt gerade wächst. Besonders wichtig wäre Sauerstoff diesmal, aber Sauerstoff haben wir in dieser Höhle hier schon ohne Ende abgeerntet. Da werden wir also nicht mehr viel finden, zumindest in dieser Höhle nicht. Egal, Kohlenstoff zum Bauen brauchen wir immer. Und für alle anderen möglichen und unmöglichen Dinge auch. Schade, dass wir aus Kohlenstoff keinen Sauerstoff herstellen können. Können wir das denn hinbekommen, dass wir hier die Höhle auch wieder finden, wenn wir gleich zurück wollen? Ein Licht hier hinstellen, aber können wir nicht. Glaube ich, oder? Können wir hier auch was bauen? Vielleicht können wir hier sogar was bauen. Naja, ich glaube, wir können hier nur... Nee, wir können hier nur dieses bauen. Auf alle Basisteile können wir da nicht zugreifen. Aber... So einen Speicherpunkt könnten wir hier hinstellen. Ja, dann wüssten wir wenigstens, dass hier die Höhle ist. Aber die Wasserstoffgel hineinkommen, das ist Quatsch. Wir müssen jetzt nicht hier mit den Materialien so verschwenderisch sein. Wir haben noch andere Planeten vor uns und wir sollten zusehen, dass wir uns ein gutes Lager hier anlegen. Damit wir dann von hier aus gut starten können. Wahrscheinlich werden wir später, vermute ich mal... Wir haben ja gesehen, wie groß das da draußen ist, das Universum, meine ich. Und ich bin mir fast sicher, dass wir später nie wieder zu diesem Planeten hier zurückkehren werden. Also wir werden immer tiefer ins Universum gezogen, denke ich. Aber man weiß es auch nicht. Da draußen haben wir bis jetzt diesen Planeten und noch einen anderen entdeckt. Eine Raumstation, da soll irgendwo eine Ruine sein und... Natürlich hat dieser Planet hier einen Mond. Den haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Aber wahrscheinlich war es das dann auch schon. Sehr viel mehr wird es hier wahrscheinlich auch nicht geben an Planeten. Ja, das heißt, wir werden demnächst dann starten. Ja, aber Moment mal, es gibt doch noch andere Aliens. Außerirdische haben wir doch gesehen. Ja, hätten wir es mal lieber nicht gesehen. Ich bereue das schon, dass wir uns das angeguckt haben. Da auf der Raumstation konnten wir doch unseren Anzug irgendwie verändern. Und da haben wir gesehen, dass da eventuell noch andere Aliens kommen könnten. Und ich kann es nicht löschen aus meinem Gehirn. Ah. Ja, hier sind wir mal rausgekommen.
Also vielleicht gibt es da noch ein, zwei andere Planeten da draußen, auf denen da auch noch was zu entdecken ist. Was bedeutet, es kann nicht schaden, wenn wir ja ein großes Lager haben, auf das wir immer wieder zugreifen können, finde ich. Lager, ich mag das, wenn man immer was auf Lager hat, auf der hohen Kante. So schnell. Wow, die Höhlen sind so super. Was haben wir denn? Knollen könnten wir noch sammeln. Ach so, und die Waffe haben wir diesmal nicht einmal aufladen müssen. Ah, die Waffe, ich hab's wieder gesagt. Technologie aufgeladen. Die Technologie. Aber das kann doch jetzt nicht sein, oder? Wir haben doch gerade freigemacht. Irgendwie ist das alles voll. Was machen wir denn jetzt zurück? Was anderes bleibt uns nicht übrig. Wir bräuchten Sauerstoff, aber wir haben keinen Platz mehr für Sauerstoff. Ja, zurückbringen, den ganzen Krempel. Wow, wenn wir so eine Höhle hier ausgebeutet haben, da brauchen wir oben keine Pflanzen irgendwie abzuholzen. Das reicht vollkommen. Zack, eine Höhle und wir haben ausgesorgt für lange Zeit. Oder wir vergrößern vorne einfach das Loch hier zu der Höhle. Ach so, oft rennen wir ja auch nicht rein und raus. Wir werden uns ja schon merken können, dass hier irgendwo ein Loch ist. Ach, das ist doch schön. Und wie heißen die Wächter? Ja, die sind auch nicht gestört. Da passiert auch nichts, wenn wir schön immer in der Höhle bleiben. Aber irgendwie haben wir hier um die Kurve, um die Ecke gebaut. Da ist doch der Weg über den Berg ein bisschen kürzer, meine ich, mittlerweile. Aber hier drin wächst doch was. Da sieht man doch auf dem Boden, dass hier irgendwie, das verändert sich doch. Vorher war erstmal nur Gras. Jetzt sieht man schon so lila Zeug hier drin irgendwie. Naja, das sind Steine, glaube ich, einfach nur. Da wächst kein Gras auf den Steinen. Ja, die Wächter sind vielleicht sauer, aber die sehen uns hier nicht. Bis wir an der Basis sind. Und da sind keine Wächter, zum Glück. Ach, das könnte man so schön machen. Hier könnte man auch so ein paar Lampen anbringen. Ach so, kann man ja nicht. Aber wenn man die Basis, wenn man da größer bauen könnte, könnte man schon. Lampen anbringen, so ein paar Medikits, also diese Geräte, mit denen man sich selber heilt ein wenig. Da sind wir schon eigentlich zu Hause, aber wir haben irgendwie schräg gebaut hier. Aber nur ein bisschen, das geht schon. Oh! Ja, da sind wir wieder an unserer Basis. Und jetzt stopfen wir hier alles rein. Flieger ist fast voll. Na gut, wir laden erstmal alles auf, was wir hier haben. Technologie aufgeladen.
Und dann müssen wir aber doch mal raus und Sauerstoff suchen. Bekommen wir das eigentlich je wieder da raus, wenn wir das raus haben wollten? Nein, wenn das einmal drin ist, dann bleibt es drin. Oh. Also keine drei Plätze haben wir hier drin, immer nur zwei. Das hier ist sogar noch voll. Ja, schade. Alles voll, wir haben keinen Sauerstoff. Was können diese Pflanzen da eigentlich? Sternendorn. Ah, Primärelement, eine Sternenknolle. Ja, die Sternenknollen sind ja gut, wie gesagt, für Kohlenstoff, aber im Moment... brauchen wir Sauerstoff. Und in der Umgebung haben wir so gut wie alles abgeerntet. Da wächst nichts mehr. Wow, da müssen wir also einmal rausgehen. Oder wir fliegen, was natürlich angenehmer wäre. Nein, nein. Wir müssen Treibstoff sparen für später. Da, eine Kartusche haben wir nur von diesem Treibstoff. Ja, die Sternenknollen packen wir raus. Rein, meine ich, magnetisiertes Ferrit hatten wir doch irgendwo. Ist durchgelaufen jetzt. Ach, wir gehen aber nicht nochmal zu den Maschinen, oder? Ja, wir könnten Natriumnitrat hier noch reinpacken. Nö, wir können gar nichts mehr hier reinpacken. Das ist ja unser Problem. Wo bekamen wir Sauerstoff nochmal gut her? Ach, aus diesen gefährlichen Pflanzen. Ja, da bekommen wir gut Sauerstoff her. Ja. Wie viel Platz haben wir frei? Drei. Drei Plätze frei. Das sollten wir aber auch nutzen. In der nächsten Folge geht es also auf Sauerstoffjagd. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.